Ja, ich bin Julia Huth, 26 Jahre alt und komme aus Berlin und bin Modedesignerin. Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung auf jeden Fall. Das ist so mein Motto eigentlich. Also ich war schon immer total hippelig und musste mich immer bewegen. Ja, also wenn ich nicht so viel Sport mache, bin ich total unausgelastet. Ich bin mega schlecht gelaunt. Mein Körper, der sagt mir dann auch selber so, boah, ey, beweg dich. Also selbst wenn man so krank ist zum Beispiel. Eine Woche krank zu Hause liegen ist für mich die Hölle. Weil klar, wenn man krank ist, darf man nicht so viel Sport machen und so. Man soll ja den Körper Ruhe geben. Aber man merkt es halt wirklich, ich bin unausgeglichen, bin schlecht gelaunt. Und ich brauche das einfach. Ich bin wirklich sportsüchtig. Ich muss mich bewegen. Seit der 2. Klasse mache ich Schwimmtraining und habe dann wirklich Leistungssport betrieben. Ich habe Basketball gespielt, Handball gespielt, ich war im Rudern. Ich habe Streetdance gemacht, sämtliche Sachen. Und dann, seitdem ich wieder in Berlin bin, habe ich halt wirklich für mich den Standard- und Lateintanz entdeckt und dachte, okay, Tanzen ist genau meins. Dann Yoga, Meditieren und dann halt Kickboxen, Selbstverteidigungskurse und so weiter und so fort. Okay, guck erstmal, was für Bewegungsabläufe dir Spaß machen. Auch wenn es halt nur am Wochenende feiern ist, das reicht vollkommen aus. Also das, wenn du da 4 Stunden am Stück tanzt, dann verbrennst du ordentlich. Oder was weiß ich, wenn man sagt, okay, du hast eigentlich nur eine halbe Stunde Fußweg zur Arbeit, dann fahr mit dem Fahrrad. Aber mit dem Sport, der Körper verlangt es halt einfach.